بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Stell dir vor, du unterstützt deinen Neffen, den Sohn deines verstorbenen Bruders, über Jahre, du bietest ihm ein Zuhause und lässt ihn bei dir zu Hause aufwachsen. Du erwartest keine Gegenleistung außer Loyalität und das übliche Maß an Dankbarkeit. Eines Tages erfährst du, dass genau dieser Neffe deinen Ruf sabotiert, indem er öffentlich in deiner Gemeinde die Behauptung verbreitet, deine Tochter habe sich außerehelich mit einem fremden Mann getroffen. Wie würdest du darauf reagieren? Könntest du ihm diese schändliche Tat verzeihen? Nun, warum überhaupt diese Frage? Ich erlebe immer wieder Situationen, in denen Geschwister wegen weit harmloserer Dinge sich zerstreiten, sich ihre Wege sich danach trennen, Freundschaften und Ehen zerbrechen, ja sogar Verwandtschaften werden zerrüttet. Noch schlimmer, sie sind oft derart verbittert, dass sie über Jahre nicht im geringsten daran denken können, sich ihre Fehler zu verzeihen. Man hört dann, ja, er soll doch zuerst den ersten Schritt machen. Ich bin ja schließlich der Geschädigte. Woher kommt diese Erhärtung der Herzen? Jedenfalls nicht aus dem Islam. Allah subhanahu wa ta'ala will, dass wir uns um seine Vergebung bemühen, indem wir unter anderem Geschwistern vergeben. Er sagt dazu, وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْثَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. Aber kommen wir zurück zum eingangs erwähnten Szenario. Genauso hat es sich nämlich zugetragen, als Masduh ibn Athatha, der Neffe des Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu, die Gerüchte über Aisha und Safwan radiallahu anhuma in Umlauf gebracht hatte, beziehungsweise weiterverbreitete. Dann, als Allah subhanahu wa ta'ala die läuternden Verse offenbarte, war klar, dass sich Masduh zusammen mit den anderen einer Verleumdung, einem Buhdan, schuldig gemacht hatten. Abu Bakr Siddiq, der Vater Aishas, war auch der Onkel von Masduh ibn Athatha und hatte ihn seit dem Tod seines Vaters unterhalten. Enttäuscht und erzürnt wies er Masduh aus seinem Haus und stellte seine Unterstützung für ihn sofort ein. Was den allermeisten von uns wohl als rational und vernünftig erscheint in so einer Situation, hatte aber vor dem Richter, dem gerechtesten aller Richter, nämlich Allah subhanahu wa ta'ala, keinen Bestand. وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. Lass dich also nicht von deinem Zorn leiten, wenn du dich von einem deiner Geschwister gekränkt oder gar ungerecht behandelt fühlst, die Sache an sich aber abgeschlossen ist und es dir keine weiteren Nachteile mehr verschafft. Dann spiel doch bitte nicht den superharten, ja, den herzlosen oder den ganz Gerechten, sondern höre auf den Befehl Allah subhanahu wa ta'ala. وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا. Verzeih und vergebe, so wie auch du dir Vergebung von Allah subhanahu wa ta'ala erhoffst. Du tust dies nicht nur für dich selbst, du machst dir also nicht nur auch dir einen Gefallen, sondern auch der ganzen Ummah. Denn du schaffst einen Raum für Vergebung und Gnade. Und gerade in diesen letzten Tagen des Ramadans erinnern wir uns doch so oft daran, dass wir die Vergebung Allah subhanahu wa ta'ala benötigen
Insbesondere dann, wenn wir in der Nacht der Laylatul Qadr oder in der Nacht, in der wir annehmen, dass sie Laylatul Qadr ist, die Hände heben und sagen: Allahumma innaka afuun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna. So lass uns dies auch für unsere Geschwister gelten und vergeben wir ihnen, egal was uns bisher getrennt hat. Wage den Schritt. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.